Wald und Wiese, wir können Politiker mediengerecht darstellen. Heute haben wir auch einen Gast, die österreichische Innenministerin Maria Fekter ist hier bei uns. Ja, ein herzliches Grüß Gott, möchte ich da in den Raum einrufen. Frau Fekter, ich darf Sie zunächst fragen, wie sind Sie eigentlich auf uns gekommen? Unsere Agentur ist ja noch in Gründung und wir stehen weder im Firmenbuch noch auf den gelben Seiten. Ja, ich mein, der Dank dafür gebührt ausschließlich meine Agenten, meine Mitarbeiter, die, nachdem Sie zwei ORF-Mitarbeiter sind, unterliegen Sie einer extra Überwachung und die haben natürlich herausgefunden, dass Sie neben Ihrem eigentlichen Beruf ein Privatgeschäft auch noch machen. Also das ist wirklich privat, oder? Ja, wann ist das schon her? Das ist privat. Ich meine, wer nichts verbrochen hat, hat auch nichts zu verbergen. Oder wie ist das bei Ihnen, Frau Waldner? Ha? Oder Herr Wiesner, mit Ihrer links-linken Vergangenheit? Na, dann findet man. Wenn wir lang suchen, findet man sicher irgendwas. Und so geht's auch los. Ne? Und dann kommen die ganzen Kinder mit ihren Rehaugen, ne? Die Roma-Kinder, und schauen die dreiherzig an. Du schaust dreiherzig zurück, weil du ein liebenswerter Mensch bist. Währenddessen flattert das andere Zigeunerkind und das Geldtaschel aus dem Handtaschel und die ganze Handtaschen. Und dann nachher kommen die Tschuschen und die Neger. Und dann sind wir in der Mitte. Alles klar, Themenwechsel. Was können wir für Sie genau tun? Na, ich möchte ein Referenzmaterial sehen, was Sie kennen. Ich meine, wenn ich ein Haus baue, will ich auch vorher wissen, ob der schon Häusl gebaut hat oder ob das noch steht. Man kann sich in diesen Zeiten ja den Kunden leider nicht aussuchen. Referenzmaterial in dem Sinn haben wir noch keines. Wir haben aber schon ein kleines Showcase zusammengestellt für unseren Businessplan, sozusagen einen virtuellen Kunden, an dem wir uns einmal abgearbeitet haben. Bitte kommen Sie. Hallo. Wir mussten aus Herrn Ahmadinejad aus dem Iran einen bösartigen Tyrannen machen. War nicht so einfach. So, Herr Ahmadinejad, da bitte erste Übung. Rede vortragen, möglichst bösartig. Ein paar Stichwörter habe ich hingeschrieben. Seien es möglichst fies und tyrannisch. Geht schon. Entschuldigung. Nächste Entschuldigung. Wir haben jetzt eine Atombombe ja, wir haben ganz uns viele natürlich. Im Irak gebaut. Viele. Und viele Atombomben im Irak. Wo sind wir? Ah, im Iran. Ja. Okay. Stimme etwas anheben. Wir haben jetzt ganz viele Atombomben. Na, lauter meine ich. Wir haben jetzt ganz viele Atombomben. Und Akzent eines Schurkenstaats verwenden. Wir haben jetzt ganz viele. Fieserer Schurkenstaat. Wir haben jetzt ganz viele Atombomben in Irak, in Iran. Gefährlich. Bedrohlich. Ja, das war ein etwas schwieriger Klient, aber Wiesner fragt, Sie wollen wahrscheinlich wärmer dastehen, menschlicher dastehen, das sollen wir bei Ihnen verändern, oder was? Ich weiß nicht, wie Sie auf sowas kommen. Die Leute sagen ja schon, die Schulermütze ist ja so ein guter Mensch und das kann aber nicht sein. Ich meine, ich bin Innenministerin, ich muss halt harte Entscheidungen treffen und da kann nicht sein, wenn ich so ein sympathischer Mensch bin. Das heißt, Sie müssen mir ein bisschen härter machen, das Law and Order mäßig, dass die Leute das glauben. Na? Also machen Sie das. Moment einmal, Sie sind ja schon so hart. Ja, gegen Sie ist die eiserne Lady Margaret Thatcher ja eine Stoffkuschelpuppe. Was wollen Sie noch? Eine Walküre aus Stahlbeton werden? Sie müssen doch menschlicher werden. Das nützt nichts, glaube ich, da redest du gegen eine Mauer, gell? Was? Eine Mauer soll ich machen? Das ist eine gute Idee. Genau das ist der Hinweis, der mir gefällt hat. Wir werden ums ganze Land eine Mauer bauen, eine 8 Meter hohe Mauer, dann kommt das Gesiedel nicht mehr einer. Da macht's eine gescheite Mauer und ich schau mir das alles an. Ich mach's gleich selber. Lern das, gelernt. Scheiß Ausland. Ja.